Warum braucht man ein Literaturhaus? Also so Literaturhäuser sind immer so ganz besondere Orte, finde ich, also wo sich ganz viel schneidet, wo ganz viel stattfindet, wo eigentlich so, man könnte es bezeichnen, so als geistiger Standortvorteil für eine Gemeinde oder für eine Stadt das darstellt. Und wo, also für eine Zivilgesellschaft auch, glaube ich, ein ganz wichtiges Zentrum sind, also wo sich viel schneidet, viel zentriert. Also wenn das mit Leben ausgefüllt ist, dann ja, da pulsiert es dann. Also erhoffen vom Literaturhaus, eben so das eine wäre als Autor, das andere als Zuhörer, oder wenn man dann so kommt, als Zuhörer oder als Zuhörender bei Lesungen, finde ich es immer wunderbar. Das ist so ein Mehrwert eigentlich, wenn man den Autor erleben kann, so das danach, nach der Lesung, wenn man dann eben noch übers Buch reden kann dann. Aber einfach so, wenn man zum Beispiel Gedichte hört, die Stimme zu hören, das kann man halt nur bei einer Lesung. Und das hat man dann im Ohr, wenn man die Gedichte liest, da kriegen sie noch eine ganz andere Dimension dann. Also sowas ist wichtig, deshalb sind Lesungen ganz wichtig. Und als Autor ist so ein, ja, das ist so ein Fixpunkt dann, so ein Literaturhaus, wo man Kollegen trifft, wo man nicht nur eine einzelne Lesung hat, sondern irgendwie an was Größerem dann arbeiten kann als Literaturhaus, also so konzeptionell, wo man ganze Themen durchmachen kann. Das ist so das Besondere dran eigentlich, also der Unterschied zum einfachen Veranstalter halt dann, wo ja, das ist ein bisschen größer gedacht, so ein Literaturhaus dann. Dem Literaturhaus Heilbronn, da wünsche ich natürlich, dass das so bald wie möglich öffnen kann. Und ich glaube, wenn die Bedingungen sind wunderbar in so einer Stadt, das wird sicher ein Selbstläufer, der voller Leben ist ja, also viele Zuhörer natürlich und dass man viele Möglichkeiten hat, sich hier zu treffen dann und eben sich auszutauschen und ja, den Geist wach zu halten.